Herzlich willkommen zum neuen Projekt hier, Folge Nummer 3 mittlerweile schon zum polnischen Chaos. Ja, letzten Folgen waren ein bisschen, ja, ich würde sagen, informativ, was so hier den neuen Mitarbeiter angeht. Und jetzt hier machen wir ganz normal weiter, ne? So, ich habe hier gerade was repariert hier unten, hatte die Schnecke kaputt. Ich habe meinem Stift hier gesagt, er soll mal weiter die Decke verladen. Also da brauchen wir jetzt nicht mehr weitermachen. Und ja, wir wollen mal gucken, was der Kowalski macht. Oder, ne? Habe ich schon mein Fahrzeug. Ah, da vorne. Jetzt weiß ich, wo ich habe. Ja, wir gehen mal rein. So. Hopp. Bin in der Karriere. Mal gucken, wie weit der mit dem Feld ist. Sollte hinten Feld 15 machen. Danach 39. Und ich weiß, dass Feld 39 ist näher. Oha. Hier eine Lenkung. Auch nochmal kontrollieren. Kommen wir auf jeden Fall vorbei. Vielleicht sehen wir ja schon, ob er da ist. Weil wenn er da wäre, wäre er schon. Also hat er ja schon mal was geschafft. Ja. So. Ja, was soll ich sagen? Nö. Schöne polnische Dörfchen hier. Kleine Tante Emma laden. Irgendwie. Ich glaube, das Öl ist noch nicht ganz warm. Fährt noch nicht so schnell, wie er soll. Aber dann können wir auch nicht geblitzt werden, also Chef. Ja, ich merke, die Servolenkung ist auch noch nicht so fit. Naja, der braucht ein bisschen. Oh, GPS reingegangen. Läuft. Fußgänger voraus. Ah, der hat's geschafft. Zum Glück fahre ich eine 36 anstatt. Ja, hier sind aber auch viele Fußgänger. Zufällig. Schatten, nein. Werkstatt ist er nicht. Er muss ja beides auch noch mitmachen, ne? Also die Werkstatt, dann hier, wie heißt es, Maschinenhandel mitmachen und noch nebenbei hier für mich arbeiten. Oh, Polizei hinter mir. Aber wir. Oh, nein. Ist der die. Oh, die Polizei hat es nicht gesehen. Naja, nicht gesehen kann ich es ja. Wie steht der im Stau dahinter? Soll so mitgekriegt haben. Guck mal. Nachbarsbauer ist am tanken. Hat Sprit leer. Was ist das? Da läuft auch keiner rum. Was ist denn mit der Polizei los? Geh einfach doch vorbei. Da brauchst Verstärkung von vorne. So ist das. Ja, wir haben also satt reichlich Aufträge. Die müssen wir jetzt alle so peu à peu nach abarbeiten hier. Das Lohnunternehmerbuch ist voll bis oben hin. Von daher gesehen, Zeit, dass wir mal loben. So, nächste Feldstraße muss ich rechts rein. Doch da bei den, vor den Häusern. Wenn ich nach 39 wollte. Dann ist die Polizei auch weg. Ach, was sehen meine Augen? Der ist ja schon hier, der Kowalski. Ja? Der ist ja schon der war am Dreschen hier. Aha. Oh, warte. Ganz gut. War eine Standpause. Okay. Vielleicht hat er auch Telefon. Ich fahre mal hinten rum.
Und guck mal, da hinten müsste auf anderer Straßenseite müsste dann der Anhänger stehen, weil die habe ich erst nicht gesehen. So, müssen wir noch den Anhänger rüberholen. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Ach, die Servolenkung, ich müsste meine reparieren. Ja, das geht gar nicht. So. Ja, wir sind gleich einmal rundherum. So, hier noch einmal rechts ab. Bisschen durch die Feldwege hier. Sind wir schon. Da fährt er rechts wieder. Anhänger hat er auch schon da. Schick, läuft doch. Läuft wie geschmiert und von allein. Der Junge ist fähig. Bitte. So. Mal gucken, was der Junge so macht. Will auch mal ein bisschen Gegenwart. Ja, Mahlzeit. Mahlzeit, Chef. Jo, klappt gut, sehe ich, wa? Oh, ist ja gut War Bestand eine hier. schöne Ecke hier als Auftrag genommen, ey. Warum? Schön, ein gerades Feld, sagen wir so, kurvig. Ja, weiß ich, das ist schick hier, das ist Herausforderung. Aber siehst du, ich mein Bestes. Ja. Sehe das wohl. Eine andere Sache, gell? Ja, Der erzähl. Neue, der will unbedingt Steine gesammelt haben von uns. Hab ich gedacht, Ja. ja, muss er mit dir schwätzen? Ich bin ja nur angestellt bei dir. Ja, ist richtig. Deswegen. Und ich muss so nachher mal bei denen vorbei, der will irgendwelche Traktoren verkauft haben. Dass ich ihn mal angucke, was er kriegt. Ja, du, apropos hier was angucken, ne? Ja? Hier, den kleinen Johnny da, ne? Dieses hier Feldmoped da, ne? Ja. Die Servolenkung, ich glaube, die hat einen gefritten, ey. Ja. Bleibt Willst du immer den hängen. bei mir auf der Ding stellen? Dann gucke ich mal durch. Ja, bring ich zur Werkstatt hier. Ja, oder ich. Na gut, soll ich das Feld erst fertig machen oder kann ich zwischendurch mal bei denen da Ja, hochrennen? mach mal fertig hier erstmal in Ruhe und dann gucken wir weiter, ne? Ja. Weil wir müssen ja doch irgendwas schaffen, ne? Ja, eigentlich schon, aber der meinte, der wäre der Wichtigste hier im Dorf. Bei hier im Ja, Kreis. vielleicht will Ja, ich ihn ich ja habe auch. gesagt, ich komme im Laufe des Ich Tages mal. fahr ja jetzt hinten rum zurück. Vielleicht fahr mal bei dem vor der Haustür her. Vielleicht sehe ich ihn ja. Ja. Mal gucken, was da für ein Kauz ist. Mach mal weiter, kannst du sagen, ich würde spät nachmittags mal vorbeikommen, wenn ich hier fertig bin. Ja. Dann stellst du mir den John Deere mal auf der Hof, ich guck da mal drüber und dann machen wir es schon preislich. Naja, alles Oder gut. wie auch immer, dann. Da heißt ja Ja. noch Garantie drauf, dann geht er über die Garantie. Ja, genau, der hat ja gerade just ein paar Stunden. Ich weiß nicht, vielleicht ist da ja auch irgendwo ein Stopfen vergessen worden, aber weiß das sicher. Ja, ich guck mal durch. Genau, perfekt. Mach ich Gut. mal eine Runde und dann sehe ich ja, Was was dran ist. denkst du, wie lange brauchst du mit dem Feld hier? Haben wir jetzt halb 20 vor 20 vor 2 2, 3. bis 4, schätze ich mal. 4, halb 5. Ja, dann komme ich da nochmal rund, ne? Muss ja sowieso der Anhänger leer machen. Ich weiß ja nicht, wohin kommt das. Das kam, warte, ich kann nochmal eben just Weil ich jetzt gucken. nicht genau nachgeguckt hatte in der Unterlagen. Nach Getreidehändler GR Svirklani. Svirklani muss das hier. Ach, das ist hier halb von 73, gell? Wäre durchaus möglich. Ich habe jetzt Navi nicht da an. Ich habe nur Ich habe Auftragsbuch gerade auf geguckt. meinem Handy geguckt. Ja, da bist du besser bei. Ja Ja, gut, gut, weiß ich Bescheid. krieg's hin, ne? Ich bin da mal Ja, weg. klar. Ich stell Ja, das Moped da hin, ne? stell wir auf den Hof und dann sehen wir uns später wieder, gell? Alles klar, viel Erfolg dir. Der Trebischen trinkt, weißt du auch, gell? Jo, ciao. Ja.
probiere ich mal, ob ich ihn erreiche. Dzień dobry, Krzysztof Zaremba. Jestem reprezentantem Agro Mais. W czym mogę pomóc? Hallo? Hallo? Ja. Bin ich da richtig beim neuen Unternehmen? Ja, sicher doch, Kurva. Was geht? Was geht? Ja, nichts geht. Ich bräuchte jemanden für Steine aufzuheben. Weißt du, jetzt Buckel machen und einmal mit Steinen weg. Hallo, du kannst Deutsch reden? Ach so. Dann, ich bin aufgewachsen in Deutschland. Ach du Scheiße, schon wieder ein Asylant. Hallo, hab ich doch gerade gesagt, nix Asylant hier. Ich bin aufgewachsen in Deutschland. Also. Und dann direkt nach Polen wieder rüber. Also, okay. Also pass auf, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der meine Steine aufheben kann. Ja, kann ich auch nichts machen. Wieso? Ich nichts gerät habe. Ja, dann muss ich das kaufen, Kollege. Dein Mitarbeiter hat doch einen Fahrzeughandel. Da wird er wohl noch einen Steinesammler beikriegen. Ja, das dauert. Wie schnell muss sein? Ja, wie schnell? Ich habe schon nach der Verzweiflung habe ich schon gegrubbert, damit ich überhaupt vorankomme hier. Ja, das ist doch schlecht, wenn du schon grubberst, musst du das am besten pflügen. Steine. Nein, das war gepflügt. Jetzt sind da immer noch Steine da. Ja, und jetzt? Ja, jetzt musst du kaufen eine Maschine und dann kommst du hier zapzerab rüber zu mir und dann kannst du hier gutes Geld verdienen. Aha. Ist dein Mitarbeiter mittlerweile in seiner Firma angetroffen? Hey, der ist am Dreschen, wenn du den Kowalski meinst. Der soll doch mir Fahrzeuge verkaufen. Was ist denn das für eine Arbeitsmoral? Kundschaft geht vor. Was? Was geht vor? Und Kundschaft geht vor. Ja, Kundschaft hier, Kollege. Hallo, ich hab dich jetzt nur erst einmal am Telefon. Ganz neue. Ich bin Investor in diesem scheiß Kaff hier. Oh, warte mal. Ich muss mal hier mit dem scheiß Servolenkung hier alles geben. Ich warte. Ja, das geht doch schon gut los. Ja, warte, wo bist du? Komm ich vorbei. Ja, bei mir zum Hof. Bei mir am Hof. Hier was ist bei dir am Hof? Gut den Hof. Ein Hof wird hier verkauft. Ich hab den gekauft. Ach, nicht den kleinen runden Hof da. Nichts kleiner, runder Hof, ganz großer Hof, Kuhhof, Schweine, Ich habe alles. Ja, da warst du noch nicht bei mir? Nein. Ich will ja kein Lohnunternehmen, ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ich habe in ganz Europa Betriebe gekauft, wieder auf Vordermann gebracht und jetzt bin ich hier in den scheiß Polen und hier wird das wohl auch noch klappen. Ja. Aber da müssen wir ein bisschen zapzerab in die Gänge kommen. Jetzt komme ich gar nicht mehr klar, ich bin die ganze Zeit hier am Fahren, ich verfahre mich, weil ich am Telefonieren bin. Ja, dann musst du mal zu mir kommen und dann nichts mehr verfahren. Da kannst du hier gutes Geld verdienen. Ich komme da mal rüber und dann gucke ich mir da an, mit was für Maschine ich kommen muss, wie viel Steine kommen. Dann deinen Kowalski direkt mit. Was soll der? Da kann er mit dem Anhänger schon kommen, Tieflader und einen Traktor mitholen. Oder was weiß ich, wie er das machen will. Ja, das gucken wir, Kurva, machen schon. Ja, mach das. Ja, ciao. Gut. Und tschö. Hau rein, ne? Ja, ciao. Und heute noch, ne? Ja, heute auf jeden Fall noch irgendwann. Guckst du auf die Uhr in einer halben Stunde, spätestens, okay? Ja, scheiß Servolenkung, tschüss, ich bin weg. Gib Gummi. Ah, diese scheiß Servolenkung, ich muss diese Kackkiste wegbringen, ey. Ehrlich, gar nix. Ach so, wo bin ich denn überhaupt, ey? Ich verfahre mich hier überall. Ich will überhaupt mal eben schnell auf die Jüstorfer Garde gucken, wo ich überhaupt bin. Fahre ich denn überhaupt rum? In welcher Walachei? Ja, moin. Nicht denn? Hallo? Ich finde mich nicht auf der Karte. Ach, da. Ja, moin, da bin ich. Also doch links jetzt. Ja. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Bin doch vorhin hier reingefahren. So. Ach, geh mal das Telefon hier dabei. Gut.
Ah, hier hat sich was getan. Was ist er denn jetzt hier? Ja. Ah, gucken. Beziehungsweise, wir werden das in der nächsten Folge gucken, wo der Kowalski steckt. Ich sag mal, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Viel Spaß. Und, übrigens, liken und kommentieren bei mir und natürlich auch beim Chaos Farming, den ihr gerade eben das erste Mal live gehört habt. Dieser komische, bekloppte Kauz, der hier Steine sammeln möchte. Lassen möchte. Ne? Also, viel Spaß dabei und wir sehen uns. Ciao, ciao.